Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Animal Crossing auf dem GameCube. Wir sind gerade unterwegs, keine Ahnung, was wir machen. Wir können ja mal die Bewohner fragen, ob sie Hilfe brauchen. Ich höre da irgendwas. Tristan, wo bist du, Tristan? Ah, da ist Hörnchen. Hallo, Hörnchen, das Eichhörnchen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ah, mögliche Städte, bla bla bla, aber wir verlassen. Benachlässige dich nicht, Hörnchen. Ich will einen Job. Mal nachdenken. Nee, tut mir leid, im Moment habe ich nichts. Pack später nochmal. Ich glaube, die hieß im späteren Spiel auch nicht mehr Hörnchen, sondern Mareike oder so. Also in Wild World. Hallo. Und jetzt planst du 12 Stunden Stream? Nee. Ich mache jetzt hier chillige 4 Folgen, 5 Folgen. Was brauche ich? Heute, Sonntag, Montag, 5 Folgen Animal Crossing und dann hören wir erstmal auf und vielleicht streame ich am Abend dann noch Majora's Mask. Mal schauen, aber ich muss jetzt dann noch zum New Yorker, weil die Sale haben. Ich habe zu wenig zum Anziehen. Fossil. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt halt ein bisschen hier chillen. Da ist dieses dumme Huhn. Helene, wie heißt du? Helena? Du hast dich seit unserem letzten Treffen überhaupt nicht verändert. Klucker. Obwohl, vielleicht bist du ein wenig gewachsen, Klucker. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun, Klucker? Kann ich helfen? Immer wenn ich gerade an dich denke, tauchst du auf, Helena. Willst du mir wirklich helfen? Dann könntest du zu Lana gehen und mein Brillenetui holen. Lana leiht sich immer Sachen und bringt sie dann nicht zurück. Pass bloß auf. Machst du das für mich? Ja, das mache ich. Das musst du jetzt durchziehen. Es hängt nur von dir ab, Klucker. Achso, ich meine wegen der Anzeige, die du im Spiel hast für Stunden. Hab ich das? Warte mal, ich schau mal ganz kurz in meinen Streamlabs. Also ich wollte eigentlich keinen 12-Stunden-Stream. Das kann sein, weil ich habe heute so Computerprobleme gehabt und das ist bei meinem Reset auf irgendwas gesprungen ist, was da nicht sein sollte. Backseat Gaming, Deutschland, Retro-PC. Ein schöner Nachmittag, okay. Ich sehe jetzt ja gerade keine Anzeige mit 12-Stunden-Stream. Ist auch keine Benachrichtigung wahrscheinlich rausgegangen. Nee, jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie sieht es für Außenstehende aus? PC. Okay, ich sehe jetzt auch gerade nichts von 12-Stunden-Stream. Steht da was in diesem? Ach so, wenn die Follower voll sind, also wenn wir 400 Follower haben. Das meinst du, dann mache ich nochmal einen 12-Stunden-Stream. Also, ja, ich klag sie, ich habe dich vergessen. Ich habe vergessen, dass du überhaupt existierst. Gefallen nötig. Tut mir leid, mir fällt nichts ein. Schade für dich. Kurz gesagt, ja. Okay, also wenn ich einen Ball auftreibe, den ich nicht da hinten gefunden habe, dann kann ich ihn Quaxi geben. Das mache ich doch glatt. Ah, ja. Genau, also wenn ich irgendwann in einem halben Jahr mal die 400 Follower voll habe, dann gibt es einen 12-Stunden-Stream. Okay, da ist der Ball. Ich muss vorsichtig vorgehen. Ich darf den Ball nicht versenken. Das wäre kacke. So, wie gehe ich da jetzt hin? Ich muss hier von unten hinspielen. Auf zu Quarksi. Zu Quarksalber. Ich habe voll Bock auf Harveys neue Augen. Haben wir auch schon mal durchgespielt auf YouTube. Keine Ahnung, auch die Ponya müssen wir jetzt endlich mal spielen. Ich habe so viel Spiele, ich mit 12 Stunden können anstrengend werden. Habe ich schon hinter mir. 24 Stunden sind schon in Planung. Okay, cool. Ja, ich habe auch schon 2 12-Stunden-Streams gemacht. Einen so ungefähr von Jahr und den anderen Oktober, von halbem Jahr so ungefähr. Also, ich habe schon 2 12-Stunden Streams gemacht und ich fand es jetzt nicht daran fallen. Das ist nicht so schlimm. Also, es war ein bisschen anstrengend, vor allem der erste, weil ich dann noch am Laptop gestreamt habe. Aber der zweite, der war übelst chillig. Quaxi! Juhu, ein Ball!
Hier, komm. Spiel. Quaxi. Guten Tag, alles in Ordnung, Quax. Was ist los? Hier, dein Ball. Ach, das ist der Beweis dafür, dass es nie schadet, jemanden zu bitten. Danke, Layla. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Mühe für irgendeinen Ball machen würdest. Was für eine großartige Überraschung, Quax. Du verdienst deine Kleinigkeit. Du weißt schon, für deine Mühe. Mal sehen. Ein Azurteppich. Hört sich zum Verkaufen an. Was? Er hat gehofft, dass er mich treten kann. Was? In welchem Dorf leben wir hier? Ja. Auf jeden Fall, also 12 Stunden Stream ist schon mal wieder chillig. Wäre dann auch so eine coole Idee, vielleicht dann gleich mit My Time at Sandrock, aber ich will nicht einfach so einen 12 Stunden Stream machen. Wow, ich bin in eine Falle gefallen. Oh nein, ich bin gefangen. Nächste Woche am Feiertag mache ich eventuell einen Open-End-Stream. Mal gucken, wie lange ich es schaffe. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber eine Freundin von mir hat genau da Geburtstag und da bin ich eingeladen und ich weiß nicht, wann ich daheim komme. Und ja, ich hätte zwar Brückentag und so, aber ja, ich möchte eigentlich My Time at Sandrock dann auch let's playen. Also vielleicht mache ich das nämlich auch, ich weiß es noch nicht. Aber da werden halt voll viele streamen. So, dann schreiben wir mal ganz kurz ein Piepchen. Museum, okay, ja. Und dann kriegt ihr noch ein Fossil. Okay, jetzt fehlt noch ein Fossil. Dann hätten wir eigentlich alle. Nehmen. So. Wir müssen zu Lana, weil die das Brillen-Etui von der Alten geklaut hat. Lana! Ah, Layla. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Sehr lange! Ich glaube, es sind jetzt so ungefähr 6 Monate. Was du verreist. Baby, kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun, Baby? Will was holen. Es macht dir doch nichts aus, das zu machen, oder Baby? Gut, hier ist das gute Schick. Vergiss es nicht, es Helene zurückzugeben. Und richtig schöne Grüße bei mir aus. Okay, das musst du jetzt durchziehen. Es hängt nur von dir ab, Baby. Ich bin auch ein Baby zu nennen. Okay. Loretta. Layla, warum verschwindest du plötzlich? Du weißt doch, dass ich mir Sorgen mache. Kannst du mir nicht vorher Bescheid sagen, bevor du gehst? Goldie. Egal, was gibt's? Goldie, wir benötigen. Oh hey, hast du gewusst, dass du zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Insekten findest? Ist das nicht faszinierend? Ich frage mich, welche Art von Insekten um 14 Uhr unterwegs ist. Ich muss das weiter untersuchen, Layla. Geh und fang mir ein Insekt für mich. Oh, bitte, ja. Goldie. Okay, ein Insekt für die Loretta. Okay, ihr habt euch gefetzelt. Dann gehe ich mal runter zur Helene und schaue, dass ich unterwegs vielleicht noch ein schönes Insekt für die Loretta finde. Das ist ein geiler Schmetterling, so eine billigen, weißen, gelben, billig halt. Hier ein Zug durch. Oh, da oben ist einer, da ist einer, aber ich komme jetzt nicht so hoch. Komm, komm runter. Du willst es doch auch, oder? Du willst da runterkommen, du willst von mir gefangen werden. Komm runter, ja, brave. Brave Schmetterling. Ja, brave Schmetterlingchen. Davon gibt es eine ganze Menge. Jo. Da du glücklich bist, freust mich. Meine Güte, was für eine schwungvolle Person, Glucker. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir, Glucker? Lieferung. Glucker. Wahnsinn, ich bin total baff. Du hast tatsächlich mein Brillen-Etui gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich bin dir so dankbar, Glucker. Ich möchte dir danken, willst du dieses Briefpapier haben? Du kannst auch mal mir mal schreiben. Layla, du hast beste Arbeit geleistet, Alter. Quax mit dem Ball da hinten richtig am Dancen. Wenn ich mal wieder Hilfe brauche, ja. Gut, dass der kein Plus in der Gegend hat. Der würde ihn wohl locker reinschießen. Was für eine schwungvolle Person. Ja, brauchst du irgendwas? Brauchst du was? Brauchst eine Beschäftigung? Oh, ich habe viel für dich zu tun.
brauche heute dringend jemanden, der Bubsy dieses Outfit bringt. Ich bin sehr günstig. Zu Bubsy passt es viel besser, aber ich habe keine Zeit, es hier vorbeizubringen. Könntest du es machen? Okay. Das musst du jetzt durchziehen. Es hängt nur von dir ab, Klucker. Und was hat Quaxi Papsi? Quax. Ah, hallo. Wenn das nicht eine Extraportion Leila ist. Wie schön für mich, Quark. Will er mich essen? Hey, wolltest du etwas, Quark? Gefallen nötig? Arbeit gerade, hatte ich eine Idee. Nein, mir fällt leider nichts an. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu den, zu Bubsel. Bubsel. Gibt's denn nicht noch so einen Herrn Weber, der hier rumwohnt? Da ist das letzte Fossil direkt neben seinem Haus. Fossil. Geld. Money. Tam. Ich habe etwas ausgegraben. Gucken, was ist ein Fossil? Geil. Direkt mal ein Briefchen schreiben. An das Museum. Ja. Ist okay. Fossil. Dann schauen wir mal, so zu Bubsel kommen und ihr das hässliche Outfit bringen, was so günstig war. Und der anderen oben ihren Sekt. Ach, da ist sie. Die Bubsy. Leila, hast du einen Abenteuer erlebt? Bäh. Und hast du mir etwas mit, was mitgebracht? Hast du nicht? Geizkrank. Übrigens, brauchst du irgendwas? Bäh. Lieferung. Ich bin froh, dass du hier bist. Du hast mich wirklich lang genug warten lassen. Dann wollen wir mal sehen. Warum seht ihr den Schal umgefärbt? Wie sehe ich aus? Sei ehrlich, ich sehe toll aus. Nein, du siehst aus wie eine Disco-Kugel. Wir stehen eben alles. Däh. Ich stehe in deiner Schuld. Bitte nimm dieses Möbelstück. Bitte, Söhnes von Herzchen. Ist ja schön gemacht, siehst du. Ich muss nicht... Du hast mich nicht mal um Hilfe gebeten, du Disco. Scharf. Leila, du redest wirklich zu viel, weißt du, Übrigens brauchst du irgendwas, Mir voll nötig. Meine Rettung, ich hatte mich schon gefragt, wie ich es schaffen soll. Willst du mir wirklich helfen? Ich habe dieses totschicke Outfit für Volker gekauft. Aber ich muss etwas total Dringendes erledigen. Könntest du mir bitte als einen Gefallen tun? Könntest du dieses Outfit bei Volker vorbeibringen? Danke schon. Das musst du jetzt durchziehen. Es hängt nur von dir ab. Bäh. Also irgendwie kann ich 90% unserer Bewohner nicht so leiden. Weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, aber irgendwie, ich könnte kotzen, wenn ich hier bäh nochmal. Oder Mrs. Baby. Also in späteren Spielen waren die halt einfach so richtig kackfreundlich. Hast die in eine Falle reingeschubst und dann waren die freundlich. Warte, wir sehen uns schon wieder. Hey, wolltest du etwas Insekt gefangen? Ich hab ein Insekt für dich. Hey, da ist einfach ein Item vor meiner Fresse. Hä? Hier, ein Insekt. Du hast es bestellt. Oh, warte, das muss ein Schmetterling sein, oder? Aha, jetzt ist also die Zeit, zu der Schmetterling sich zeigt. Das leuchtet ein. Weißt du, das ist wirklich eine hilfreiche Information. Deshalb habe ich eine Kleinigkeit für dich, um dich für deine Mühen zu entschädigen, Goldie. Du kannst meinen Orangenstuhl mitnehmen. Er ist mein Lieblingsstück von mir. Ich werde ihn sicher an Tumnuk weiterverkaufen. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir zusammenzuarbeiten, Goldie. Ja, ich will nicht mit dir zusammenarbeiten. Kürbisschrank. Na du, hast noch was, Goldie? Ist in Ordnung, Goldie? Was? Arbeit, gerade hatte ich eine Idee. Nein, mir fällt leider nichts ein. Anna. Was ist aus? Leila, hast du ein Problem? Warum hast du dich immer aus dem Staub gemacht? Hier war. Was? Twitterity. Tut mir leid, mir fällt gerade nichts ein. Twitterity. Mit Tristan. Hallo, guten Tag. Was gibt es Neues in der großen, weiten Welt? Grummel. Wenn ich dich genau ansehe, Mensch, du bist Leila. Oh, wo warst du, Grummel? Egal, Hauptsache es geht dir gut, Grummel. Sag mal, Leila, was gibt's Neues, Grummel? Gib mir Arbeit. Ja, ich hätte da eine Kleinigkeit für dich zu tun. Ich habe Weber neulich im Pokémon Pikachu geliehen. Spitzname Stibitzi, weil Weber immer alles mobst. Ich habe nur leider zu viel zu tun, um mich darum zu kümmern.
Könntest du mich für mich abholen? Machst du das? Ja, klar. Ja, das wär's dann. Ich zahle auf dich. Leila. Danke. Versperrst die Brücke, du bist so fett. Na, Hörnchen, gibt's eine neue Beschäftigung von dir? Guten Tag, hui. Ich brauche Arbeit. Oh, naja, ist nicht dringend, aber ich hätte den großen Lust auf einen Apfel. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, ja, wenn wir jemals wieder einen Apfel finden, dann geben wir den Hörnchen. Okay, wir machen an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Animal Crossing. Bis dahin, tschüss.